Hallo ihr Lieben, heute wieder ein neues Video von mir und ich bin mit Spaß bei der Sache. Ich wollte euch meine meistbenutzten Sachen im Februar vorstellen. Das sind ein paar spannende Sachen, glaube ich. Ich habe ein bisschen meine Routine wieder geändert, einfach weil ich bisher, seien wir ehrlich, ich war einfach zu faul, einen Eyeliner nachzukaufen, der funktioniert. Ich werde auch den von Catrice nochmal kaufen, um zu gucken, ob er hier auch so schnell eintrocknet oder ob es an meiner Kosmetiklagerung liegt. Aber ich war bisher einfach zu faul, so einen Eyeliner zu kaufen. Ich bin ehrlich, deswegen hat sich mein Signature-Look von rote Lippen und Eyeliner ein bisschen geändert zu so ein bisschen, also ich nenne es jetzt nicht Smoky Eyes, weil Smoky Eyes sind krass dunkel, so ein bisschen Betonung an den Augen gewandelt. Wow, Lidschatten auf jeden Fall. Ja, fangen wir einfach an, oder? Was ich im Februar super, super gern benutzt habe. Es ist ein bisschen Limited Edition dabei, ist ein bisschen teuer, ein bisschen günstiges, aber ich erzähle einfach super, super viel und ihr werdet merken, ihr habt wahrscheinlich schon was Ähnliches im Schrank oder es findet sich auf jeden Fall im Standardsortiment. Mein MAC Studio Fix Fluid ist leer gegangen. Düfte, ich weiß nicht, wie viele Flasche es ist. Ich liebe es heiß und innig. Ich habe sogar mal einen Liebesbrief auf Frag die Gurus dafür geschrieben. Könnt ihr gerne unten in der Infobox nachlesen. Dann habe ich das hier ausgegraben. Catrice Infinite. Ach, wenn meine Schwester das hört, die schlägt mich. Ohne Scheiß. Die gibt Nachhilfe in Englisch und ich muss da einfach mal mitgehen oder mir Nachhilfe bei ihr besorgen. Auf jeden Fall das Matte Up to 18 Hours Make-up in der Farbe 010 Light Beige. Ja. Es ist ein super Make-up, das ist jetzt schon meine zweite Flasche. Ich glaube, ich hatte euch schon mal davon erzählt. Ich habe nur Probleme mit dem Pumpspender, der geht manchmal kaputt. Und ja, der sieht nicht mehr so schön aus. Das ist auch ein Make-up, was ich natürlich nur für mich benutze. Ist ja auch schon sehr, sehr gut aufgebraucht. Auf jeden Fall, ich würde es auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich mag es sehr gerne. Es hat nur eine Eigenschaft, dass es ein bisschen auf der Haut nachdunkelt und mir nicht hundertprozentig im Gesicht dann passt von der Farbe. Es ist nicht so schlimm, wenn man einen Schal anhat, sieht man den Hals sowieso nicht. Ich könnte es vielleicht mit meinen Fingern abgleichen. Aber ich kann damit leben. Also es ist für den täglichen Gebrauch, wenn ich nicht super, super wie aus dem Ei gepellt aussehen muss, auf jeden Fall ein Make-up, was ich empfehlen kann, was ich gerne benutze mit diesem Helferlein hier. Und zwar der Bufferpinsel von Rebecca Flöter. Ich mag ihn, ich liebe ihn. Ich habe ihn sogar zweimal, weil er so toll ist. Und nie wieder einen anderen Pinsel für die Foundation. Ich benutze auch sehr gerne den Beauty Blender von Shades of Pink. Ich benutze sehr gerne meine Finger von Vorstadt Cinderella. Ja, aber das hier ist einer, der arbeitet einfach Foundation super schön ein. Er ist super fest gebunden. Also nicht super, super fest, aber so fest, dass er einfach schöne kreisende Bewegungen macht und damit, Entschuldigung, die Foundation einfach schön einarbeitet. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Ich glaube, bei Rebecca ist er öfter mal ausverkauft, weil er einfach so krass gefragt ist. Es gibt auf anderen Seiten aber auch solche Bufferpinsel. Zu denen kann ich nichts sagen. Die habe ich nicht ausprobiert. Das war mein erster und ist mein heiliger Gral. Ich brauche keinen anderen. Der ist toll. Außerdem hat er einen türkisen Stiel. Das finde ich echt schick. So, für den Teint, fürs Gesicht benutze ich natürlich, wie soll es anders sein, den Soleil Tante de Chanel. Da hatte ich euch mal ein Tube vorgestellt und zwar von Essence, das Mousse Make-up in der Farbe 08 Matte Tan. Das ist jetzt aus dem Sortiment gegangen, vielleicht findet ihr es in der Krabbelkiste noch für 95 Cent. Das Video könnt ihr euch gerne mal angucken von mir. Ich verlinke euch einfach alles Relevante unten in der Infobox, da schaut da einfach rein, dann wisst ihr Bescheid. Ja, hat so eine Farbe, wird einfach im Gesicht aufgetragen. Ich benutze es nur, um mein Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen. Als Rouge habe ich in dem Video damals auch erzählt. Ist eine tolle Sache, würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen, ist aber eine teure Sache. Also der kostet sehr viel Geld, ich glaube fast 50 Euro. Das muss jeder selber wissen. Ich habe ihn jetzt schon ein Jahr und ein paar Wochen und er ist immer noch sehr, sehr voll und ich benutze ihn eigentlich täglich. Wenn ich mich schminke, benutze ich ihn immer. Ja, ihr könnt aber natürlich auch ein Puder
Bronzer nehmen oder irgendwas anderes oder einfach ein Rouge. Ich mag farbige Rouges im Moment nicht so gerne in meinem Gesicht, weil ich sehr rote Wangen habe und ich finde, obwohl wenn die Foundation abgedeckt ist, dass es wieder rausholt. Deswegen benutze ich gerne lieber solche Bronzetöne oder mehr orangene Töne, was natürlich auch Rougefarbe ist, aber nicht diese roten Wangen betont. Das ist ein Spleen von mir. Das muss nicht so sein, dass es bei euch auch so ist. Auf jeden Fall wollte ich es euch nur erzählen. Dann immer mal wieder benutzt für das Highlight auf den Bäckchen, bei mir eher Backen, von P2 Black Deluxe Catch the Glow Shimmer Fluid. Das hatte ich euch, glaube ich, im Dezember oder so auch vorgestellt. Es war ein Limited Edition Produkt. Das ist einfach so eine Schimmerlotion. Ja, kriegt ihr überall so ein Puder-Highlighter oder ein Flüssig-Highlighter. Also das ist jetzt nichts, was super, super selten ist. Das hier war einfach nur günstig und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also die Tube wird bei mir bestimmt auch leer werden, obwohl man super wenig davon braucht. Ich benutze es fast jeden Tag. Wie ihr seht, benutze ich mehr Cremeprodukte als Puderprodukte. Das liegt einfach daran, dass ich Cremeprodukte viel, viel mehr liebe, weil sie mit meiner Haut einfach ja, sich viel besser verbinden und einfach viel natürlicher aussehen. Ich habe das Problem oder ich bilde mir einfach ein, dass auf meiner Haut so das Puderprodukt ein bisschen liegen bleibt, weil ich sehr, sehr trockene Haut habe. Und ja, auf jeden Fall das hier. Dann habe ich aber auch sehr, sehr oft benutzt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Essence, das Urban Messages Illuminating Spray. Das sieht so aus wie eine Spraydose, da kommt es auch raus. Das schüttelt ihr, könnt ihr das im ganzen Gesicht einmal kurz auftragen. Das benutze ich eigentlich seit 3 Wochen auch wieder jeden Tag. Das war Limited Edition, das dürfte es aber noch bei Kosmetik Cosmo im Shop geben. Das kostet auch nicht viel, um die 3 Euro, wenn ihr da sowieso mal nach Pinseln guckt. Ich habe nämlich gleich noch eine Pinselempfehlung für euch. Kann ich euch das wirklich ans Herz legen? Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da hatten viele ein bisschen Angst vor, aber wie gesagt, ich benutze es fast täglich und sehe nicht aus, als wäre ich in einen Glitzerbrunnen gefallen und würde in der Stadt rumlaufen. Es ist einfach nur so ein natürlicher Glow. Natürlich sollt ihr nicht so sprayen, dann seht ihr natürlich aus, als hättet ihr eine silberne Spraydose geküsst, sondern so ein bisschen weiter weg und dann ist es super. Ich liebe es. Es ist auch schon fast leer. Ich muss mir auf jeden Fall bei Coco auch noch welche bestellen. Zack. Tolles Produkt. Das Video wird ein bisschen lang, glaube ich. Dann machen wir mal schneller. Natürlich Wimpernzange. Ja, brauche ich mal eine neue und immer noch die Aldi Lacura wasserfeste Wimperntusche. Von der komme ich einfach nicht los. Aber ich habe jetzt gesehen, dass sie eine neue Verpackung haben. Ich fand die hier irgendwie stylischer, aber gut, es ist Geschmackssache. Es ist auf jeden Fall eine Wimperntusche, die ich sehr, sehr gerne benutze, an der ich nichts auszusetzen habe. Mein Parfüm. Das Einzige, das ich derzeit besitze, ist es nicht traurig? Gibt es noch jemanden von euch, der nur ein Parfüm besitzt? Ich habe noch ganz viele Bröbchen, aber ich habe zurzeit nur ein Flakon und das ist dieser hier. Das ist Georgina und Lucy. Das ist mir zur Verfügung gestellt worden. Ach genau, ich schreibe unten noch in die Infobox, was ich selber gekauft habe und was mir zur Verfügung gestellt worden ist. Dann wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall ist es riecht für mich sehr, sehr toll. Dazu habe ich auch schon mal einen Blogartikel gemacht. Ich mag die Handtaschen von denen überhaupt nicht gerne. Aber das Parfüm ist toll. Sonst hätte ich es ja jetzt auch nicht schon so aufgebraucht. Ja, das ist das. Das habe ich jetzt aber auch schon ein paar Monate. Dann sehr, sehr oft benutzt in Kombination mit diesem hier. Einfach um meine Augen ein bisschen zu betonen. Das ist von Catrice, der Precision Eye Pencil in der Farbe 060 Kaki 2. Ich lache jetzt nicht über irgendwelche Kaka-Pipi-Witze, aber es hat sich für mich so ein bisschen angehört. Auf jeden Fall ist es so eine dunkle Farbe, die sehr, sehr cremig ist. So. Und die ich dann einfach mit diesem Pinsel hier, das ist von Cosmetic Cosmo, die Bananen-Babsi, einfach ausblende, sodass es so jetzt aussieht wie hier. So leicht rauchig, so ein bisschen grünlich. Für meine grünen Augen wäre wahrscheinlich lila besser, aber ich habe zurzeit nur den, also benutze ich den. Ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde, dass so ein bisschen betonter Wimpernkranz nach oben ausgesmockt einfach perfekt für mich zurzeit ist. Und ich benutze immer den Pinsel dafür. Wie ihr seht, er hat schon die Farbe angenommen. Er sieht ein bisschen krank aus. Ich sollte ihn auf jeden Fall mal am Wochenende waschen. Das ist zurzeit meine Augen-Make-up-Routine. Wimperntusche, Kajalstift, Pinsel.
Von dem Kajalstift habe ich nichts zu meckern. Der ist super cremig. Der ist super einfach aufzutragen. Also da, ich weiß, dass es davon noch andere Farben gibt. Die sollte ich mir mal ansehen. Benutze ich sehr, sehr gern. Und dann noch den Concealer. Ich benutze zurzeit immer noch den 2-in-1 Concealer von Manhattan mit dem Fixing Powder. Ihr seht, der ist auch schon sehr, sehr gut leer gemacht. Der ist sehr gelblich, da habt ihr recht. Der ist auch für mein Gesicht fast ein bisschen zu gelblich. Manchmal gebe ich noch so ein bisschen Aufhellercreme dazu, was natürlich so ein bisschen gespachtelt auch ist. Ihr wisst, ich mag den Spachtellook ganz gerne. Aber es ist einfach ein Concealer, mit dem ich super gut zurechtkomme, der super gut auf meiner Haut funktioniert, der nicht zu cremig, aber auch nicht zu trocken ist und der einfach super gut hält und super gut abdeckt. Und das ist wichtig. Den gibt es noch in einer anderen Farbe. Ich habe jetzt die 30 Warm Beige, Beige. Heute haben wir es aber auch. Auf jeden Fall kann ich den empfehlen. Einige mögen ihn nicht. Ich liebe ihn und würde ihn auch auf jeden Fall nachkaufen. Und für die Lippen habe ich eigentlich nur diese zwei Produkte benutzt. Einmal diesen krassen Lipgloss von MAC in der Farbe Cult of Cherry. Da gibt es von Essence ein ähnliches Rot. Nicht ganz so krass, aber es erfüllt auch seinen Zweck, weil ich habe den heute drauf und wie ihr seht, ist es gar nicht diese Farbe. Und zwar nehme ich den immer raus und dann ist Farbe drauf und ich tupfe einfach hier so drei Tupfen in die Mitte des Mundes und dann nehme ich meinen Zeigefinger oder den kleinen Finger, der ist noch besser, weil der präziser arbeitet, weil er einfach kleiner ist und verreibt es auf dem ganzen Mund, aber arbeitet es so ein, sodass es so aussieht wie hier quasi als Lipstain. Und ihr merkt dann auch gar nicht mehr, dass ihr einen Gloss auf den Lippen habt, sondern eure Lippen tönen sich so ein bisschen natürlich, aber sehen sehr, sehr frisch aus und es hält auch bedeutend länger, als wenn ihr euch so eine Spachtelmasse an Lipgloss drauf macht, in so einem Rot, was sowieso oben und unten runterfließt und dafür braucht ihr dann auch gar keinen Lipliner. Dafür nehme ich dieses krasse Rot eigentlich derzeit jeden Tag her und ihr braucht da auch keins von MAC oder so, da tut auch ein günstiges Rot aus der Drogerie. Es sollte schon ein bisschen gut pigmentiert sein, damit ihr einfach, wenn ihr es gut verreibt, so einen Look bekommt. Und wenn ich dann ganz lustig bin, nee, wenn ich dann ein bisschen mehr Gloss auf den Lippen möchte, was mir zurzeit wieder ganz gut gefällt, dann nehme ich von Rival de Loop aus der Glückle Edition diesen rosanen Gloss mit sehr, sehr vielen Schimmerpartikeln, was im Sonnenlicht einfach total schön aussieht. Aber den trage ich auch nicht auf die kompletten Lippen auf, den trage ich nur vorne so in der Mitte auf und hier so ein bisschen in der Mitte und versuche nicht auf den Lippen ranzukommen, weil ich dann finde, dass es einfach nicht so schön aussieht. Ja, das war's. Das sind die Produkte, die ich am meisten im Februar benutzt habe. Aber wie gesagt, das meiste ist irgendwie noch zu bekommen. Oder limitiert war jetzt eigentlich nur das hier und das hier und das hier. Aber das hier könnt ihr noch kaufen bei Coco. Dafür gibt es sicherlich einen Ersatz. Und die beiden sind einfach super leicht nachzustellen. Also so ein Glitzergloss kriegt ihr mittlerweile wirklich überall in so einer Farbe und so einen roten Gloss kriegt ihr auch sehr, sehr schnell. Es geht ja bei dem roten Gloss wirklich nur darum, den in die Lippen so ein bisschen als Stain einzuarbeiten, dass ihr so eine frische Lippenfarbe habt. Ja, das war's. Das waren die meistbenutzten Artikel im Februar. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hat euch weitergeholfen, hat euch ein bisschen inspiriert. Vielleicht macht ihr mir eine Videoantwort, würde ich mich super drüber freuen. Wir hören und sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.